Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge EA Sports FC hier mit Atletico Madrid. Und wir sind hier am Ende der Transferphase. Ich persönlich will ja nichts mehr machen an dem Kader. Wir haben ja mehr als genug getan, kann man sagen. Aber mal schauen, ob hier noch irgendwelche interessanten Angebote reinkommen oder nicht. Und ich will mal gucken in der Jugendakademie. Genau, wir haben hier nämlich... Haben wir jetzt hier Scouts? Also hier muss ich auch wieder sagen... Haben wir einen Bericht? Ja. Also, warum, ne? Warum kann EA uns nicht einfach eine Mail zukommen lassen, wie immer, wie früher? Jo, hier, neue Berichte. Das kapiere ich nicht. Kapiere ich wirklich nicht. Aber gut, erstmal hier Santos. Der hat halt, ja, eine ordentliche Gesamtstärke, leider kein großes Potenzial und damit hat er dann auch keine Zukunft bei uns. Er hier hat auch keine Zukunft, er hat auch kein großes Potenzial. Bernal hat zwar Potenzial, aber seine Gesamtstärke, 83er Potenzial, gucken wir mal. Und Garrido muss auch weg. Also, wenn sein Potenzial nicht krass nach unten geht, könnte der was werden. Dann hier aus Vanatu. Bole, der kann erstmal weg. Kein Potenzial, keine Gesamtstärke. Auch er hier weg. Ali weg. Dann Kraven. Der hat Potenzial. Jetzt hat die Frage, wie läuft das hier mit der Gesamtstärke? Da gucken wir mal weiter. Alexander. Also der hat zwar nicht das höchste Potenzial, aber wenn er von der Gesamtstärke schon irgendwie so ein Mitte 60er oder so ist, dann könnte er interessant werden, genau wie er hier. Carven, der sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus. 74 bis 94 Potenzial und der könnte eine hohe Gesamtstärke schon haben. Den verpflichten wir mal. Und dann gucken wir noch hier in Jamaika. Watson, nein. Moore, gucken wir uns nochmal weiter an. Bertrand oder Bertrand, wie auch immer. Er hier, nee, weg. Und dann Francis. Der sieht auch nicht ganz uninteressant aus. Gucken wir mal in unsere Mannschaft rein jetzt hier. Also, wir haben einmal hier übrigens Miranda im Tor. Ja, immerhin ist auch das mit dem Hechten jetzt mal behoben, ne? Dass es nicht mehr so komplett katastrophal ist. Der soll TV Libero lernen. Jetzt ist er hier mit einer 66. Bisher hat er eine 65 und würde dann auch eine 66 kommen. Wir gucken erstmal, ob er eine andere Position besser kann. Das ist ja ganz oft auch so, dass es da so ein bisschen Fail gibt. Aber nein, ist hier nicht der Fall. Jetzt ist die Frage, machen wir aus ihm einen mitspielenden Verteidiger oder was? Dass er da richtig stark wird? Ich würde sagen, ja. Dann haben wir Dragic. Tiefstehender Motor oder was? Ja, machen wir mal aus ihm hier. Francis, kannst du wieder eine Position woanders bekleiden? Ja gut, von links oder rechts ist erstmal egal. Dann machen wir aus dir natürlich auch einen Flügelmotor, damit du auch in unser System passt. Also da will ich tatsächlich auch direkt darauf achten, auch bei den ganzen Spielern hier, dass die gleich ins System fassen. Bertrand hier dann auch auf links und Garrido. Der hat eine 2, warum ist der überhaupt im Kader, Alter? Na gut, der ist 14. Naja, gut, das ist nochmal was anderes. 7, wie sieht es mit dem Potenzial der ganzen aus? 83, 94, 94. Ja, Garrido muss aber raus. Der ist schon zu schwach, ey. Das wird doch nichts. Ciao. Also haben wir erstmal Beltran, Francis, Dragic, Carvin und Miranda in unserer Jugendmannschaft. Und dann gucken wir mal, was da so entsprechend nachkommen wird. Ich habe, glaube ich, auch aktuell ein Jugendturnier, ne? Ja, Jugendturnier endet auch bald. Das werde ich auf jeden Fall offline machen, da nehme ich euch jetzt nicht mit. Aber wir gehen natürlich gleich rein ins Duell gegen den FC Barcelona hier. Die haben ihre ersten 3 Spiele 2 Siege geholt, 1 Unentschieden. Wir gucken mal, wie wir gegen sie performen werden. Hier haben wir die Ausstellung vom FC Barcelona mit Ter Stegen im Tor. Viererkette mit Dimarco, Akanji, Araujo und Koundé. Pedri und Gabi im ZDM. Son, Olmo, Yamal hier weiter offensiv und ganz vorne Gyökeres. Im 4-2-3-1-System hier der FC Barcelona. Eine unheimlich starke Truppe. Leute wie Götze oder Lewandowski noch auf der Bank. Raya am Tor bei Atletico. Dreierkette. Diomonde, De Bast, Romero. Dann Fünfer-Mittelfeld mit Riquelme, Neves, Williams, Subimendi und Lorente. Ganz vorne dann Alvarez und Fernandes. Das Ganze im 3-5-2-System. Der erste Ballgewinn hier durch Lorente stark. Früh in der Partie. Und jetzt hier Alvarez. Alvarez legt den ab. Das ist eine große Möglichkeit, aber der Schuss von Riquelme wird gehalten von Ter Stegen. Keine 3 Minuten gespielt und schon haben wir Action in dieser Partie. Stark, Riquelme holt sich den Ball. Alvarez. Nico Williams. Jetzt hier weitergespielt, Fernandes. Spielt den gut, spielt den super. Die Möglichkeit und der Treffer. Marcus Llorente nach 7 Minuten hier. 7,5 Minuten und es steht 1-0 Atletico Madrid. Was für ein Beginn hier der
von den Gästen hier aus Madrid. Was für ein guter Beginn gegen den FC Barcelona. Man geht hier früh in Führung gleich mal. Schauen wir nochmal. Hier aus der Ego-Cam Lorente mit dem Abschluss. Ja, ich mag die Cam nicht, sage ich euch ehrlich, sage ich immer wieder. Ich finde die wirklich Müll. Aber hier sehen wir nochmal. Der Pass auf Lorente, top. Und Lorente guckt einmal hoch, sieht dann, wo Ter Stegen steht, schiebt ihn dann in die Ecke rein und dann steht es hier 1-0 durch die Nummer 14 von Atletico Madrid. Marcos Lorente geht nochmal nachträglich eine Gelbe. Das ist jetzt hier erstmal sekundär. Wichtig ist nur, dass wir in Führung sind. Ja, mal mit der Flanke, die ist super. Das ist eine super Flanke. David Raya hält den. Was für eine Partie hier. Keine 11 Minuten gespielt. Chance um Chance. Das wird spektakulär hier noch. Der hohe Ball. Der wird erstmal, also Salah geklärt. Diamondé wirft sich da rein. Das war riskant, aber hat ihn geklärt. Die Barca-Fans wollen so ein bisschen was gesehen haben. Da war aber nichts. Die nächste Ecke. Jetzt ist hier vielleicht ein bisschen Ruhe erstmal drin. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Na, jetzt aber. Jetzt haben wir den draußen. Na, der Bast hat den. Oh, was für ein Pass. Was für ein starker Pass. Und was für ein Abschluss von Gyökeres. 16 Minuten gespielt. 1-1. Das wird heute wohl spektakulär, so wie beide Teams hier in der Anfangsphase performen. Gyökeres hier, der Schwede, mit einem rigorosen Abschluss. Also da feiern die Barca-Fans zurecht. Zack, hier bleibt der Ball noch hängen. Und dann sofort weitergespielt, perfekt in die Schnittstelle, perfekt in den Lauf von Gyökeres. Und der hat da überhaupt keine Gnade mit David Raya. Und so steht es jetzt 1-1, früh in der Partie. Olmo, na, Olmo bleibt im Ballbesitz. Olmo spielt den Ball auf Gyökeres, der zieht direkt ab. Ja, Gyökeres denkt sich auch so, warum überhaupt hier einen Ball annehmen oder so. Direkt drauf da. Aber es bleibt erstmal beim 1-1. Die Ecke. Die ist nicht schlecht, die ist nicht schlecht. Araujo, aber Raya hatte den. Und Raya will das Spiel schnell machen. Es soll weitergehen. Und das ist ein guter erster Kontakt. Leider setzt er sich da nicht ganz durch gegen Pedri. Schade. Koundé jetzt hier. Jamal. Jamal geht vorbei an Diamondé. Jamal hat den Ball. Diamondés Grätsche geht ins Leere. Pedri. Pedri. Oh, geht da durch an Zubimendi. Macht das super. Der Pass, der Schuss. Raya ist unten. Raya ist unten. Es bleibt beim 1-1 hier. Oh, jetzt hier. Jamal. Jamal spielt den gut auf Gyökeres. Gyökeres mit dem 2-1. Der Schwede dreht hier für den FC Barcelona. Gyökeres kann hier wirklich begeistern und macht hier den zweiten Treffer. Also Barca dreht die Partie noch in Halbzeit 1. Bitter für Atletico. Man war sehr, sehr früh in der Partie 1-0 vorne, aber dann kommt hier der schwedische Bomber und macht hier den Treffer. Gyökeres eiskalt. Ja, David Raya kann dann gar nichts machen. Also stark hier, ne? Lamine Jamal, zack, perfekt gespielt auf Gyökeres. Der mit dem Abschluss macht ihn rein. Jetzt muss Atletico Madrid hier versuchen, das Spiel zu drehen. Ah, es ist Dani Olmo, sorry. Okay, Dani Olmo ist es. Sorry, 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 sahen sich ein bisschen ähnlich. Es ist Dani Olmo mit dem 2-1. Sorry, nicht Gyökeres, nehme ich alles zurück. Aber trotzdem Dani Olmo auch mit einem super Abschluss zum 2-1 für Barca. Riquelme im richtigen Moment auf Alvarez gespielt. Sehr gut. Und Alvarez jetzt hier weitergeleitet. Fernandes. Fernandes mit dem Abschluss. Ter Stegen wirft sich rein. Ter Stegen hat den und dann wäre es Foulspiel gewesen. Stark. Die Bastner hatte den eigentlich. Jetzt ist es gefährlich. Gakpo. Der kam eben rein für Olmo. Gakpo. Gakpo, jetzt hier 2 gegen 1 Situation, spielt er gut ab. Spielt er gut ab. David Raya kommt da raus und Gyökeres macht hier nicht seinen zweiten Treffer. Dadurch bleibt es hier beim 2-1 und nicht, es steht nicht 3-1 Barcelona. Aber Barca insgesamt jetzt hier durchaus die bessere Mannschaft. Der Ball ist im Aus und es gibt die nächste Ecke. Dauerdruck Barcelona jetzt hier. Kötschke kam rein für Heung-min Son unter anderem. Und David Raya holt sich den. David Raya, was für ein Ball. Stark. Riquelme. Es soll den Konter geben. Riquelme. Spielt den ab. Alvarez. Perfekt wieder auf Riquelme gespielt. Oh, Riquelme kommt da durch. Riquelme kommt gegen Koundé durch und das gleich zweimal. Spielt den da ab. Jetzt hier Alvarez. Alvarez mit dem Abschluss. Aber da ist Ter Stegen. Ter Stegen hält den Ball. Es bleibt beim 2-1. Oh, was für ein Fehler. Fernandes hat den. Di Marco mit einem Fehler. Lorente, die Flanke, die ist gut. Die ist gut. Spielt er da wieder rein. Der Abschluss abgewehrt. Abgewehrt. Barcelona kann hier erstmal hinten es dicht halten und dadurch bleibt es hier nach wie vor beim Ergebnis von 2-1. Aber das ist so ein geiles Spiel, Leute. Also es geht hier hin und her. Das ist Wahnsinn. Kötschke auf Di Marco. Gyökeres. De Bast macht das super. Nein, Barcelona macht hier Druck. Macht hier viel Druck, der FC Barcelona. Kötschke. Di Marco. Spielt den gut auf Gyökeres. Gyökeres jetzt hier. Spielt den wieder zurück. Super Pass. Was für ein Pass. Was für ein Pass. Und da steht es 3-1.
super gespielt von Barca. Sie spielen es gut aus. Gyökeres kommt zum Abschluss und dann steht es 3-1. Atletico Madrid muss hier wohl eine Niederlage einstecken. Noch geht das Spiel 15 Minuten. Aber da muss man jetzt hier dringend dazu schon kommen, sonst wird es schwierig, hier noch was zu holen. Zack, den Pass. Gyökeres läuft in die Spitze. De Bast kommt da nicht mehr hinterher. Und dann war es das auch schon. 3-1 Barca. Paqueta jetzt hier. Hält den Ball lange. Spielt den ab. Riquelme. Marmoush. Oyarzabal. Oyarzabal spielt ihn wieder zurück. Paqueta. Gut gespielt jetzt hier von Atletico. Super gespielt von Atletico. Super gespielt. Das gibt's nicht. Du spielst so zuckerhaft hier diese Chance raus. Zuckerhaft rausgespielt, aber dann drüber. Der muss rein. Dann steht es hier 3-2. Dann sind wir wieder back. Dann ist alles drin. Alles ist wieder drin dann. Auch gegen dieses FC Barcelona hier. Aber wenn du solche Chancen nicht nutzt, dann hast du schon verloren. Das muss man so sagen. Gallagher, Paqueta. Spielt den ab. Jetzt hier, Buendia. Buendia spielt den super. Marmoush nimmt den mit. Nee, Oyarzabal, es ist Foulspiel. Es ist Foulspiel. Oyarzabal wird gefoult. Di Marco mit dem Foul. Es gibt 11 Meter. Diesmal mal kein Handspiel, sondern Foulspiel. Boah, wenn wir den reinmachen. Jetzt stellt euch vor, Paqueta hat den reingemacht. Aber gut, bringt ja nichts. Oyarzabal. Oyarzabal, machst du den oder nicht? Oyarzabal macht den. Oyarzabal macht den. Jetzt haben wir 4 Minuten Zeit. 4 Minuten Zeit. Oyarzabal. Zack. In die Mitte einfach rein. Da so Mitte leicht links. Macht er den rein. Das ist schön. Aber wir müssen angreifen. Wir müssen angreifen. Attacke. Wir müssen an den Ball kommen. Komm, komm, komm. Irgendwie ran da. Wir müssen ran da an den Ball. Ah, komm schon. Jetzt hier. Jamal, nein, Diamondé hatte den fast. Aber nur fast. De Bast wirft sich rein, so wichtig, wie er sich reinwirft. Riquelme. Riquelme hat den jetzt hier, Ruhe. Erstmal den Ball halten. Gut gespielt jetzt hier, Gallagher. Gallagher, macht das super, super von Gallagher. Jetzt hier, Paqueta. Paqueta, was macht Paqueta da, super. Nein, der Pass ist scheiße. Der Pass ist scheiße, Mann. Ran da. Wir müssen da irgendwie nochmal ran und da ist Riquelme. Nein, fuck. What the fuck. Weil du in den Zweikampf gehst und dann schießt er den weg. Und dann schießt er den weg. Statt dass er den Ball hält, er schießt einfach. Ich habe doch nur Dings gedrückt, um in den Zweikampf zu gehen. Ach, come on. Das darf nicht sein. Ey, das war die... Mann, ey. Ja, am Ende gewinnt Barca. Ja, macht Paqueta das Ding, dann holen wir hier wenigstens einen Punkt, aber bringt ja auch nichts. Oh Mann, ich hasse das, wenn man in Zweikampf geht und der den Ball danach wegballert. Das gibt's doch nicht, Mann. Ja, ist halt so. Ist halt so, kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern. Martin jetzt hier erstmal. Wir haben Angebot für ihn erhalten. 2 Jahre Leihe lehne ich ab. Ich will ihn nicht ausleihen. Gehen wir jetzt in den Transfer Deadline Day. Gucken vielleicht nochmal kurz auf die Tabelle. Kann man natürlich auch machen. Jetzt haben wir hier natürlich noch, ja, 4 Spiele, 2 Niederlagen und 2 Siege. Ja, es ist echt ein bisschen bitter. Das ist echt ein bisschen bitter. An sich spielerisch macht es echt Bock mit der Mannschaft. Aber die Niederlage gegen Barca gerade. Ne? Lass mich doch wenigstens die eine Chance noch haben. Na gut, gucken wir mal, was jetzt so passiert am Deadline Day. Ja, man muss manchmal auch zur Mitteilung gehen, weil das immer ein bisschen buggy ist. Ich weiß auch nicht, warum man die Fehler da nicht behebt, aber gut. Ne, immer noch nichts drin, okay. Kommt noch was rein? Bisher nicht. Ich habe auch das Gefühl, in diesem Jahr ist es im Deadline Day etwas ruhiger als in den letzten Teilen. Auch jetzt kommt nichts rein. Immer noch nichts drin. Keine Angebote oder was? Nee, Tatsache. Keinerlei Angebote. Okay. Also ist ein ruhiger Deadline-Day für uns.
Nein, nicht Trainingspläne anpassen, nervt man nicht. Also 4 Stunden haben wir gleich noch. Nee, passiert nichts. 3 Stunden, ne? Jetzt wird es langsam auch spät. Also wir kriegen hier keine Angebote rein. Jetzt Paketer. Real Madrid. Also bei Real Madrid muss ich sagen, da ist die Schmerzgrenze extrem hoch. Nee. Ich bin jetzt mal ganz frech und sag einfach 100. Da werden sie eh rausgehen. Ja, sage ich ja. Kommen sie uns nicht entgegen. Aber als wenn ich jetzt einen Konkurrenten einen wichtigen Spieler wie Paqueta gebe. Ja, der hat das eine Ding verschossen. Ja, das war nervig. Aber, ja. Ist halt so. Auf jeden Fall dann keine interessanten Angebote hier. Dann ist es halt so. Wir gucken dann einmal auf den Transfermarkt. Erstmal so allgemein und dann auch auf unseren Transfermarkt. Also erstmal die allgemein krassesten Deals. Da sind wir oben gleich mit dabei, okay, mit den ganzen Verkäufen. Gyökeres ist dieses Jahr tatsächlich zu Barca gewechselt und schießt uns dann gleich ab. Dann De Ligt zu, ja, zu Leverkusen, warum nicht? Nico Williams zu uns. Silva, Marlon, Broadway. Ja, wir sind echt viel vertreten hier. Nunes zu Bayer oder Nunes zu Bayern, Scalvini zu Girona. Marcus Leonardo, okay, zu Liverpool. Robertson hier mit am Start, ne? Matthias Tell einfach. Der war auch jetzt schon bei Bayern, ne? City, Juve. Ja, genau. Leroy Sané geht zu Bournemouth. Rico Lewis zu Brighton. Ja, sind schon wilde Dinger mit dabei, ne? Sind schon einige wilde Dinger mit dabei. Muss man sagen. Ja, ich würde doch sagen, wir gucken uns hier nochmal Calhanoglu und Thuram gewechselt. Krass, ey. Also, und Pavard, Alter, was hat denn Inter angestellt? Inter hat halt gefühlt mal jeden Verkauf, den sie haben. Sporting hat auch gelitten, ne? Die Bass weg, Gyökeres weg. Simakan auch weg. Von all Dingens. Na gut, gucken wir mal nur auf unsere Transfers. Komm. Erstmal die abgegebenen Spieler. Abgegeben haben wir Marlen für 84 Millionen. LeMar 22,9 Millionen. Saul 12,2. 149 Millionen für Nuno Mendes, dann Serrano 1,4 Millionen, Sörlot 40 Millionen, Robertson 70 Millionen, Diogo Costa 150 Millionen, Simeone 24 Millionen, Lenormand 150,8 Millionen. Also die haben wir alle abgegeben und wir haben einfach mal 3 Stück, ne? Ja, die 3 teuersten Verkäufe haben wir getätigt, was crazy ist, weil allein die 3 Spieler über 400 Millionen eingebracht haben. Geholt haben wir David Raya für 44,6 Millionen. Nico Williams für 93,2 Millionen. Oyarzabal für 37,2 Millionen. Romero für 23,7 Millionen. Leali und Buendia kamen ablösefrei. Gila für 19,5 Millionen. Diomande für 70,2 Millionen. Stroyenkens hier für 29,6 Millionen. Marmoush für 38,5 Millionen. Debas für 40,9 Millionen. Romero für 80,5 Millionen. Und Konate für 70,3 Millionen. Insgesamt, guckt euch das an. Ach, da ist das Budget. Insgesamt haben wir eingenommen für Transfer 669,2 Millionen und 553,52 ausgegeben. Also ganz locker noch über 130, 140 Millionen plus gemacht. Das lässt sich sehen, oder ein bisschen weniger, glaube ich, ne? Ist ja scheißegal, auf jeden Fall um die 100 Millionen plus. Darum geht es einfach nur. Also obwohl wir viel auch investiert haben, haben wir am Ende sogar noch ein gutes Geschäft gemacht. Und ja, wir gehen auf jeden Fall natürlich jetzt auch erstmal weiter gegen Espanyol. Das Spiel machen wir auch noch in dieser Folge. Gucken wir mal. So. Espanyol, der nächste Gegner aus Barcelona. Beltran hat auf jeden Fall eine neue Nummer. Zack, sehr schön. Bisschen nicht neue Nummer, sondern neue Rolle. Zwei zu den Entwicklungsplayern. Vermehren war es dann noch jemand anderes. Ja, zack, passt, machst du. Sehr gut. Und wer war der andere? Martin, sehr schön. So soll es doch sein. Jugendspieler, zu den Jugendspielern profilen, okay. Erstmal, er hier soll jetzt auch Flügelmotor einfach lernen. Passt, sehr schön. +2 sogar in der Rolle. Und Mitspielerverteiler auch sehr schön. Auch +2.
wird er auch immer besser, beziehungsweise hat er jetzt auch plus 2. Krass. Also die haben da schnell alles gelernt. Positionswechsel. Ach, Beltran hatten wir schon, ja. Gut. Gucken wir dann also auf Espanyol Barcelona. Die haben die ersten 4 Spiele alle verloren. Dann hoffen wir, dass ein 5. dazukommt. Hier haben wir die Aufstellung von Atletico Madrid mit David Araya im Tor. Dreikette mit Romero, Konaté und Romero, Cristiano und Seid Romero. Dann Luis Enrique, Vermeeren, Williams, Pavlovic und Llorente im 5er Mittelfeld. Alvarez und Marmoush dann ganz vorne im 3-5-2-System. Pacheco im Tor bei Espanyol. Dann Romero, Calero, Baia, Sanchez in der Viererkette. Vierer Mittelfeld mit Correa, Garagera, Vera und Pop. Ganz vorne dann Mila und Ferreira im 4-4-2-System bei Espanyol Barcelona. Vera. Guter Pass hier. Guter Pass jetzt hier. Espanyol, David Raya. Ui. Ich meine, gut, dass er den hält, aber das war kritisch, wie er ihn abgeblockt hat. Also wenn das ein bisschen ja, schlechter für uns läuft, dann steht es hier 1-0 Espanyol. Aber gut, jetzt hier Espanyol. Die Möglichkeit vielleicht mit dem Schuss. Nein, die ziehen nicht ab, spielen sich den zweimal hin und her. Und dann so ein schwacher Abschluss. Also Espanyol Barcelona, die zeigen sich, aber das war schwach abgeschlossen. Jetzt hier. Espanyol, da kommt er einfach durch. Der Abschluss. Was war denn das für ein schwacher Abschluss? Also das war richtig gut gemacht, Sebas hier. Leider sieht man die Aktion jetzt nicht. Also die Kameraführung bei EAFC ist manchmal so Müll. Super geile Aktion mit seinen Übersteigern durchgegangen, aber leider der Abschluss aus Espanyol-Sicht sehr, sehr schwach. Llorente spielt den auf Williams. Und jetzt hier Nico Williams. Ja, stoppt den Ball da, macht das nicht schlecht. Williams, die Frage ist jetzt, wohin? Hat den nach wie vor, gibt den ab. Marmoush, der hohe Ball. Llorente gibt den weiter, Nico Williams, Nico Williams, Nico Williams schiebt den durch. Das erste Tor von Nico Williams im Trikot von Atletico Madrid. 1-0 hier. 47. Minute in Halbzeit 1. Atletico spielt es wieder mal schön. Das ist das neue Atletico Madrid, kann man sagen. Sehen wir nochmal. Zack, der hohe Ball und dann der Kopfball von Marmoush in den Lauf von Nico Williams. Und der spitzelt den dann noch an den Keeper vorbei, an Pacheco. Macht das gut hier, Nico Williams. Macht hier dann seinen ersten Treffer im Trikot von Atletico Madrid. Man hat ja auf ihn 93 Millionen bezahlt. Er muss sich noch ein bisschen gewöhnen an seine neue Rolle, aber ich bin zuversichtlich, dass er das tun wird. Espanyol Barcelona, der Pass ist gut. Na, Konaté kommt da nicht ganz ran. Jetzt hier mit der Hacke weitergespielt. Die Grätsche geht nicht durch. Der Schuss von Espanyol, nee. Die Abschlüsse sind zu ungefährlich. Llorente spielt den da. Boah, was für ein Fehler von Espanyol-Spieler jetzt hier. Ey, okay. Pacheco, mutig. Boah, das ist mutig, wie sie es da rausspielen. Muss man einfach sagen, aber jetzt holt sich Llorente den und das könnte jetzt wehtun. Llorente, der Abschluss aber abgewehrt. Alvarez. Alvarez beim Freistoß, der ist leider nicht drin. Schade. Das war keine schlechte Gelegenheit hier. Mit dem Außenriss zieht er den ab, aber der geht dann leider daneben. 7 Minuten noch zu spielen. Hat Espanyol nochmal eine Idee oder nicht? Sie versuchen es jetzt hier. Sie versuchen es jetzt hier. Vielleicht jetzt der Abschluss. Nein. Was haben sie jetzt vor? Jetzt der Abschluss. David Raya. David Raya hat den. Das Spiel ist rum. Atletico Madrid gewinnt 1-0 gegen Espanyol Barcelona. Also holen wir hier den nächsten Dreier. Das sieht dann sicherlich auch schon wieder ein bisschen versöhnlicher aus auf der Tabelle dann. Wir hatten gar nicht mal so viele Chancen, aber haben dann eben den einen Treffer gemacht. Und ja, wir gewinnen hier also gegen Espanyol. Gegen den FC Barcelona haben wir leider verloren. Gegen Espanyol gewonnen. Und wir spielen demnächst dann wieder in der Champions League. Wieder, weil wir natürlich mit Bologna dort mal waren. Letztes Jahr dann Conference League. Jetzt sind wir dann wieder back in der Champions League. Und das gleich gegen den FC Chelsea. Das wird geil. Das wird Spaß machen. Also mit Chelsea natürlich auch einen wirklich wahnsinnig starken Gegner dann vor uns. Neue E-Mail hier nochmal. Okay, ein gescouteter Spieler ist weg. Ist erstmal nicht so schlimm. Und ja, nächstes Spiel dann gegen den FC Chelsea in der Champions League. Wir gucken natürlich auch erstmal noch auf die Tabelle und sehen dort Position, ja gut, 19 in der Liga, wäre ein bisschen wild. Position 9. Ja, 3 Siege, 2 Niederlagen, Sample Size, der Spiel ist noch relativ gering. Was man schon mal sagen kann, offensiv, spielerisch ist es schon teilweise sehr, sehr gut. Auch Tore schießen wir genug mit 9. Gegentore 5 ist auch mit die beste Abwehr der Liga mit Real Betis, Bilbao und sonst. Hat keiner eine bessere Abwehr, also auch da stehen wir gar nicht mal so schlecht da. Wir müssen es nur hinkriegen, ja, dass wir da noch ein bisschen mehr Griff ins Spiel kriegen gegen Teams wie Barcelona, gegen die absoluten Top-Teams.
Denn das war wild, ist natürlich auch spektakulär dann oft, aber dann verlieren wir so ein bisschen die Kontrolle. Das darf uns dann nicht mehr so viel passieren. Aber ja, wir sehen uns in der nächsten Folge gegen den FC Chelsea dann in der Champions League. Unser Debüt für Atletico Madrid in der CL. Wir sehen uns, euer Velo schmeißt sich ab und bye bye.